streng und laut und hatte seine Regeln. Und ja, das musste alles klappen. Zack, zack. So wie man das sich in Preußen vorstellte. Ne? So. Und so war das ja bei Hitler teilweise dann eben auch. Also ich habe meinen Vater anders auch erlebt. Das weiß ich, dass viele das auch erzählen. Ich habe meinen Vater erlebt, dass der mit mir auf dem Motorroller von Berlin nach Norddeutschland zu seinen Geschwistern gefahren ist. Auf dem Motorroller. Damals war die Mauer noch nicht und die Grenze auch noch nicht so, wie da war ich ja noch 8 oder 9. Das war ja alles noch nicht so. Aber man musste schon im Osten aufpassen. Aber wir konnten da irgendwie gut durchfahren und diese Straßen, mein Vater erzählte dann auch stolz, wenn wir eine Pause gemacht haben, die hat Hitler gebaut. Das fand er toll. Ich auch. Tolle Straßen hat der gebaut. Muss ja ein toller Mann gewesen sein. So, ich, ne? Ohne Wissen. Und der ist dann mit mir zu den Geschwistern gefahren und dann war er so ein humorvoller Mensch und hat gelacht und gesungen und hat mich dort abgeliefert und ich war dann lange Zeit alleine dort und es war eine ganz andere Familienwelt für mich als zu Hause. Da war keine Strenge. Da war ich die Berliner Göre, die Einzige in der ganzen Familie. Und ich durfte Berlinern, ich sollte Berlinern. Und das fanden die toll und haben alles aus ihrem Kopf rausgekramt, was denn so Berliner sprechen, ne? Icke, dicke. Und sowas alles. Also Sprüche, die man so eben früher sagte, ne? Ich sitze am Tisch und esse Klops. Mit immer Klops. Kennen Sie das? Ich denke nanu und wunder mir, es ist so uff, dann ist es zu die Tür. Ich gehe raus und kicke und wer steht draußen? Icke. Ja, das ist so, das holten die immer alles so raus, solche Sprüche. Und damals kannte ich die dann nur teilweise, weil ich noch zu klein war. Und die fanden das so toll, ich, die Berliner Göre da. Und da hatte ich wirklich einen tollen, tollen Urlaub. Und mein Vater holte mich wieder ab. Und dann war es wie, also ich habe meinen Vater ganz anders kennengelernt. Humorvoll, leicht. Er hat auch mir viel beigebracht übers Wattenmeer und wie man Landgewinnung macht. Und all so eine Sachen wusste ich ja gar nicht. Das hat er mir so beigebracht. Also da habe ich einen tollen Vater kennengelernt. Auch später, er hat mir viel beigebracht, so zwischenzeitlich. Auch Musik, musikalisch. Er war auch musikalisch. So habe ich ihn auch kennengelernt. Er hat Mandoline gespielt, er hat Mundharmonika gespielt, er hat gemalt, er hat später geschnitzt. Also da war schon so ein bisschen künstlerische Ader in ihm. Ja, das habe ich auch so kennengelernt. Das ist auch ein Teil des Menschen. Und man sagt ja immer, diese, wie sagt man jetzt, diese verschiedene Art, das hat ja jeder oder viele Menschen doch sehr in sich. Ja. Und da habe ich teilweise, habe ich, also denke ich heute auch, ja, da habe ich ihn auch geliebt. Aber so insgesamt zu Hause war immer die Angst da.